Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend, Bürgerinnen und Bürger. Wissen Sie, wenn ich nachts im Kanzleramt nicht einschlafen kann, da rumoren mir Fragen so durchs Gehirn. Zum Beispiel diese: Ist Frau Dr. Merkel im Kanzleramt überhaupt noch angebracht? Oder ist sie schon angebracht? Und wenn nicht, wo hängen wir sie hin? Naja, Sie wissen ja, im Kanzleramt wurden und werden immer die Kanzler, hinter denen die Mehrheit des Volkes ein Kreuz gemacht hat, festgenagelt. Also hintereinander, in einer Reihe. In der DDR hieß das Straße der Besten. Und im Kanzleramt... Im Kanzleramt heißt das eben neudeutsch Vernissage de Blamage. Und da habe ich mir gedacht... wenn Frau Merkel sich sträubt, hier irgendwo hingehängt zu werden, dann hänge ich mich auf. Also, mein Bild. Ja. Ich bin der Mitarbeiter des Monats. Schön, nicht? Ja, ich sage mal, ein Volk muss im Bilde sein, sonst fällt es aus dem Rahmen. Namens, Herr Böll! Ach, Herr Frohwien. Namens, Herr Frohwien. Namens. Herr Böllke, ich habe mir erlaubt, Ihren Briefkasten zu leeren. Ja, schön, dass Sie meine Post mitbringen. Ja, aber ich muss Ihnen sagen, Briefe, das ist ein bisschen antiquiert, oder nicht? Gibt es hier noch jemanden, der sich per Trommelzeichen meldet? Ich finde, ein handgeschriebener Brief ist eine besondere Form der Wertschätzung. Ich weiß nicht. Handgeschriebener Brief, persönliches Gespräch, das ist doch überbewertet. Ich meine, wenn Donald Trump heute jemanden feuern will, dann sucht er doch kein persönliches Gespräch. Er schreibt ihm das auf Twitter. Ja, sehen Sie, insofern bin ich unkündbar. Ich bin kein Twitter. Und nun... geben Sie mir schon meine Post. Ja, bitteschön. Danke. Aber stopp! Um Gottes Willen. Was ist? Bleiben Sie genau so. Nicht bewegen. Was ist los? Ein Anschlag? Eine Briefbombe? Hilfe! Nein, 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 nein. Keine Sorge, Deutschland steht längst nicht mehr im Fokus ausländischer Terroristen. Es tickt auch nicht. Nein, nein, nein. Ich meine, der Wirtschaftsminister hat das Verschicken von Briefbomben extrem erschwert. Ja, der hat die Kontrollen verschärft. Nein, er hat das Porto erhöht. Ah. Und der Innenminister, der will sogar eine zusätzliche Pferdestaffel der Polizei einsetzen. Na, das ist auch paradox. Na ja, eben. Reiten gegen Bomben. Nee, ein Bulle auf dem Pferd. Ach so. Ja. Und der Verkehrsminister meint, dass aus Sicht ausländischer Terroristen sich Deutschland als Anschlagsziel sowieso nicht mehr lohnt. Ja, weil alle Ausländer in Deutschland Maut bezahlen müssen. Nein, nein, weil sich angesichts der neuesten Konjunkturdaten Deutschland in 20 Jahren sowieso erledigt haben wird. Wir haben ein Minuswachstum. Sagt man nicht mehr. Heißt Plusschrumpfung. Ach so. Ja. So, aber stopp. Bleiben Sie. Bleiben Sie genau so, Herr Böllk. So, und jetzt einmal lächeln. Oh, bei dieser Prognose auch noch lächeln. Sie haben ein Motivationsgemüt wie eine Dampframme. Ja, komm, bitte. Ja, machen Sie mal eine Auslage. Da rein, einmal lachen. Ich lache nicht, ich bin Beamter. Bitte, jetzt, so schwer kann es doch nicht sein. Was wollen Sie denn von mir? Ich möchte einfach nur ein Selfie. Aber doch nicht hier in meiner Pförtnerloge. Gut, dann machen wir es mit dem Teleskopstick. Lassen Sie bitte die Sauereien. Also bitte, jetzt stellen Sie sich nicht so an, ja? Lachen Sie doch einfach mal. Hier ins Telefon lachen? Ja. Nein, wenn das einreißt, dann renne ich hier rum wie eine Grinsekatze. Wie Steffen Seibert bei der Pressekonferenz. Ach, Mensch, Herr Böllk. Mensch, haben Sie gesagt? Ich bin kein Mensch, ich bin ein preußischer Beamter. Und für einen preußischen Beamten befinden sich eruptive Gefühlsausbrüche außerhalb seiner Kernkompetenz. Mhm. Außerdem, ich renne ja hier auch nicht rum und heule spontan. Was sehr schade ist, das würde Ihnen sehr gut stehen. Ja, da können Sie mal sehen, wie mir zumute ist, wenn Sie mich besuchen. Komm, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Ich mache doch einfach hier nur eine Insta-Story. Nee, da mache ich nicht mit. Ich mag keinen Instant-Kaffee. Ach komm, jetzt stellen Sie sich nicht blöder, als Sie sind. Ich mache Sie zum Influencer. Ja, wollen Sie mich auch noch anstecken?
Ich bin geimpft und ich habe Hausmittel gegen Husten. 2 Löffel Rizinus und Sie trauen sich gar nicht mehr zu husten. Aber sagen Sie mal, warum wollen Sie... Warum wollen Sie mich mit Ihrem Telefon fotografieren? Na, weil das mega viele Pixel hat. Ach, das Telefon hat auch eine Akte. Und man kann die Fotos sofort verschicken. Ja. Schatz, ich schick dir ein Foto. Mein lieber Mickey Krause, mein lieber Herr Frohwi, noch mal die Frage, warum brauchen Sie meine Fotos? Ich brauche das für den neuen Internetauftritt. Ja, bundesfahrbereitschaft.de. Sie sind Fahrer. Sie sollen aufs Gaspedal treten und nicht aufs Internet. Im Internet auftreten, aber egal. Wir machen was für unsere Imagepflege. Wir müssen uns vor allen Dingen von den Deppen von der Flugbereitschaft distanzieren. Ja, da stehe ich bei Ihnen. Sehen Sie mal, keiner hält mehr zu Frau Merkel. Und dann hat sich noch ein Flugzeug geweigert, sie zu fliegen. Ja. Aber unsere Autos... Unsere Autos gehorchen wenigstens. Deswegen heißt auch der neue Auftritt der Bundesfahrbereitschaft, also das neue Motto, Start-up, mit uns können Sie landen. Nein. Ja, wir haben jetzt sogar eine eigene Facebook-Seite. Ach, jetzt fangen Sie auch noch an mit dem neumodischen Zeug. Och, Facebook, neumodisch. Herr Böck, bitte, also Facebook, das ist der Dinosaurier unter den sozialen Netzwerken. Wenn Sie da Mitglied sind, da befinden Sie sich im Pleistozän. Ein Post auf Facebook, ja, das ist sowas wie eine Wandmalerei in der Steinzeit. Also wenn Sie heute irgendwo sein wollen, dann bei Snapchat oder Instagram. Wo bin ich? Bei Snapchat oder Instagram. Da bleibe ich dann lieber Dinosaurier. Außerdem, Herr Frohwin, ich kann diesen ständig auf sein Handy starren nichts abgewinnen. Außerdem geht das bei mir gar nicht. Wieso? Haben Sie eine Mobile Phone Don't Touch Me Vision Impossible Phobie? Ja, was habe ich? Haben Sie Angst, über Ihr Handy-Display zu streichen? Ach, mein Handy steckt mehr in der Steckdose, es ist inzwischen schon wieder ein Festnetztelefon. Ja. Ich sag's doch, Sie sind einfach hoffnungslos von gestern. Das ist bei mir kein Problem, ich mag Eintöpfe zum Beispiel, mag ich am liebsten, wenn sie von gestern sind. Aber diese Strunzblöde auf das Smartphone-Display starren, um Haar und Sekunden genau zu erfahren, was Donald Trump wieder getwittert hat, wen er wieder beleidigt hat. Das geht mir ab. Ja, aber mein Gott, was ist denn die... Oh, ja, aber was ist denn um Himmels Willen die Alternative? Wollen Sie freiwillig zurück ins Tal der Ahnungslosen? Es gibt inzwischen Menschen, die verzichten auf diese Informationsflut. Freiwillig. Frei und willig. Es heißt ja nicht mehr, was macht der Mensch mit der Technik, sondern was macht die Technik mit dem Menschen. Wir haben seit 10 Jahren das Smartphone, dessen Benutzung ist mittlerweile so normal wie Atmen. Hat jeder eins. Jeder hat seine Lieblingsfunktion. Wurscht. Aber wie es benutzt wird, das ändert sich jedes Jahr. Momentan ist der Trend, das Smartphone so zu benutzen. Man läuft hinter ihm her, als wäre es ein Crepe mit Nutella und man hat Angst abzubeißen. So benutzt man momentan das Smartphone. Dann scannt man noch Sachen. Ach, guck mal, ein QR-Code. Ach nee, ist ein Dalmatiner. So laufen die Leute rum. Ne? Völlig normal. Das ist interessant, die Leute dabei zu beobachten. Das ist so schön. Mal gucken, wie sie es nächstes Jahr halten. Und ich habe noch was entdeckt. Ich hab noch was Tolles entdeckt, und zwar Erwachsene. Erwachsene, das sind die, die Alkohol trinken dürfen, die wählen dürfen, die Auto fahren dürfen. Die Alkohol, die stockbesoffen mit dem Auto zum Wahllokal fahren dürfen. Und dann haben wir die Resultate. Erwachsene, die alles dürfen. Lutschen draußen vor den Augen unserer Kinder. Einfach so an abgesägten Lötkolben rum und nennen es Rauchen. Das ist eine tolle Sache. Da habe ich jetzt geguckt. Das ist Wahnsinn. Oder? Das ist Fortschritt. Da könnte ich stundenlang zugucken. Denn wir wissen doch noch, wie das war. Früher Rauchen, das war doch früher harte Arbeit. Harte Arbeit, das war fast sozialdemokratisch anmutende harte Arbeit. Du hast mit einem hornhautüberzogenen, verkrümmten Daumen hast du an so einem viereckigen Rad gedreht, das hat aus dem Feuerstein Funken freigeraspelt. Diese Funken haben ein Luft-Benzin-Gemisch entzündet. Das kam direkt aus einem kleinen Plastiktank. Da war Benzin drin und den hat man in der Hemdtasche mit sich rumgetragen. Das war höllisch gefährlich. Ich wusste, dass der TÜV, ich weiß es nicht, aber man hat es gemacht. Ja?
Und da hat man sich mit dieser Flamme, die da erzeugt wurde, hat man sich nebenher noch die Wimpern ein bisschen eingekürzt und die Netzhautverkrümmung begradigt. War die Altersweitsichtigkeit wieder ein bisschen weg. Und man hat ganz nebenher mit dieser Flamme im selbstgedrehten schwarzen Krauser ein Glutnest gebaut. Ich habe ein Glutnest gebaut. Das war 600 Grad Celsius heiß. Und es hat Emissionen erzeugt und Feinstaub. Und die hat der Raucher mit allertiefster Todesignoranz ganz tief in sein Lungengewebe eingearbeitet, um noch aus der letzten Pore nach menschlicher Kokerei zu stinken, damit die anderen vor ihm gewarnt waren. Damit die wussten, da hinten kommt ein Raucher. Die mussten sich ja nicht umdrehen, die haben ihn gerochen. Da hinten haben sie gerochen, da hinten kommt er angehumpelt auf seinem einen blau-schwarzen Bein. Und sie haben... Und sie haben den Schwerbehindertensitz freigegeben. Ja? Heute ganz anders. Heute raucht der Raucher digital. Er drückt auf den Knopf, der leuchtet, damit er auch im Dunkeln rauchen kann. Dann steht er neben dir an der Bushaltestelle, lässt sich das Zeug in die Lunge föhnen, atmet aus und du stehst an der Bushaltestelle und wirst eingehüllt in die olfaktorische Illusion eines prinzessinnenbetriebenen Apfelmus-Krematoriums. Und kommst nach Hause mitten im Hochsommer und wirst gefragt, auf welchem Weihnachtsmarkt warst du denn? Das ist großartig. Ich liebe das. Und deswegen, ich würde ja gerne noch länger bleiben, aber ich muss wieder raus. Ich muss mir das da draußen angucken. Es ist so interessant. Dankeschön, Dankeschön, danke. Also, Herr Böll, ich darf zusammenfassen, Sie sind ein Eintopf, der sich dem Zeitgeist verweigert. Aber ich sage Ihnen was, Eintöpfe, die sind einfach out. Wir leben heute in Zeiten der Sushi, der Tapas, der Smoothies. Ja? Kleine, hochkonzentrierte Häppchen to go, Energy Shots für den schnellen Hunger zwischendurch. Schnell, schneller Hunger, das ist auch wieder so ein Ding. Ein Auto ist schnell, ein Flugzeug ist schnell oder manchmal auch ein Pizzataxi. Ja, die sind schnell, aber ein Hunger, der ist heiß, Wolfs oder Mords. Aber nicht schnell! Aber kennen Sie das denn nicht, so ein kleines Hüngerchen? Hm? Und das können Sie hier mit diesen kleinen Häppchen wunderbar stillen. Schauen Sie mal, Sushi. Ja, das ist Rollmops für Besserverdienende. Ja. Nein, danke. Ach, Herr Bölk. Es hat sich eben alles geändert. Wir sind wendiger geworden, internationaler auch und gerade beim Essen. Ja klar, ich meine, wir haben alles revolutioniert, sogar die Zeit. Schauen Sie mal, heute ist alles viel, viel schneller geworden. Wenn ich heute mit Frau Merkel im Stau stehe, dann stellt ihr doch nicht frustriert das Regieren ein. Nein, da wird doch munter weiter regiert, da dreht ihr das richtig auf. Ich kann mit der Frau stundenlang auf der A10 stehen. Da werden vom Rücksitz aus aber mit dem Handy ganze Wirtschaftskrisen weggetwittert. Wie war das eigentlich früher? Da gab's keinen Stau. Ach, stimmt. Naja. Sie hatten ja nichts. Nein, Tobi, wir sind nicht schneller geworden, wir sind oberflächlicher. Ach, Sie sehen das alles immer nur so negativ. Da, nehmen Sie mal was vom Parmaschinken. Den hatten Sie doch damals auch nicht. Na klar hatten wir im Jahr Parmaschinken. Ja. Ich sage Ihnen mal was. Ja? Wir leben heute in ständiger Erwartung permanenter Kommunikationschancen. Ja, sowas gab es früher auch. Na klar, dann nannte man es Kollektiv oder Großfamilie. Nein, das hatten wir nicht. Bei uns hieß das kinderreiche Familie. Ja, wieso? Das ist doch dasselbe. Ja, damals. Aber wenn man heute kinderreich ist, ist man arm. Ja, gut. 20 Leute. 20 Menschen auf 12 Quadratmeter, da haben Sie Kommunikationschancen im Dauerzustand. Ja, aber das ist doch genau der große Unterschied. Schauen Sie, das geht Ihnen da also wirklich doch irgendwann tierisch auf die Nerven. Und das ist der Unterschied. Eine Großfamilie, die geht Ihnen das Leben lang auf den Sack. Aber wenn Sie in so einer WhatsApp-Gruppe sind und Ihnen da jemand auf den Sack geht, na, da können Sie zack einfach so austreten. Ja, sag ich doch, oberflächlich. Nein, nein, nein. Wir erweitern einfach nur ständig die Grenzen unseres Selbst. Weil wir viel besser vernetzt sind. Herr Frohwin, Sie fangen da oben an und hören da unten auf. Das sind die Grenzen Ihrer selbst. Die kann man nicht einfach erweitern. Gut, wenn Sie wochenlang in Ihr Internet starren und dabei diese Tupper-Tappers in sich hineinschleudern, da kann sich schon mal was verschieben in der Menge.
Könnte ich was von den Gürkchen? Ja, greifen Sie zu. Hm. Sie wollen mich auch einfach nicht verstehen. Wir können doch heute einfach viel bessere Netzwerke schaffen. Die sollten mal Netze zum Einkaufen schaffen. Wissen Sie, früher war die Plastik um den Fisch rum. Heute ist Plastik im Fisch drin. Könnte ich auch was von den Datteln im Speckmantel? Ja, greifen Sie zu. Hm? Aber schauen Sie, das ist doch alles ganz, ganz wichtig, auch und gerade für Sie. Hm? Die Datteln? Nein, die Netzwerke. Heute kommt es doch wirklich nur noch darauf an, wie gut man vernetzt ist. Doch nicht, welche Ausbildung man hat oder welchen Abschluss. Gilt das auch für Ingenieure? Dann erklärt sich die Situation beim BER. Ich sage ja immer nur negativ. Ich brauche keine Netzwerke. Ich habe Freunde. Ja, aber gut, dann nennen Sie es von mir aus Freunde. Ach, bei Ihnen ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Dann nennen Sie es von mir aus Freunde. Aber Freunde sind doch eine natürliche Ressource, die man sich gewogen halten muss. Freunde sind ein soziales Kapital. Freunde sind Freunde und kein Kapital und keine Ressource. Das einzige Kapital, Herr Frohwien, was noch halbwegs sozial ist, ist das Kapital von Dr. Karl Marx aus Trier. Oh, mein Gott, wer sind Sie denn? Frau Dr. Merkel, Sie müssen mich doch kennen. Wolfgang Thierse? Was machen Sie denn in meinem Ankleidezimmer? Ich war das Idol Ihrer Jugend. Gojko Mitic? Meine Güte, haben Sie sich verändert? Marx, Dr. Karl Marx. Ja, Mensch, Charlie, das weiß ich doch längst. Ich habe Sie doch längst durchschaut. Ja, aber dann haben Sie sich hier im Ankleidezimmer geirrt. Das Abgeordnetenbüro von Sarah Wagenknecht ist Spree aufwärts. Nein, ich bin hier genau richtig, Frau Dr. Merkel. Sie haben doch meine Thesen als FDJ-Sekretär für Agitation und Propaganda mit Inbrunst propagiert. Meine Güte, jetzt haben Sie mich aber ganz schön erschreckt. Ja, man muss das Volk vor sich selbst erschrecken lehren, um ihm Courage zu machen. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Sie zitieren... mich. Ach, in meinem Ankleidezimmer? Ja, wo denn sonst? Woanders kein Platz mehr für mich. Da draußen an meiner Büste diskutieren Quälgeister. Und da musste ich aus der Haut fahren. Also entschuldigen Sie mal bitte, Herr Marx. Wenn hier einer ein Quälgeist ist, dann sind ja wohl Sie das. Sie sind jetzt 200 Jahre alt. Ihre Apologeten sind immer wieder gescheitert. Und trotzdem spuken Sie in den Köpfen der Menschen rum. Und in meinem Ankleidezimmer. Beides stört mich beim Regieren. Was kann ich dafür, dass Sie es immer noch nicht geschafft haben, etwas Besseres als diesen Kapitalismus zu erfinden? Solange der das macht, was er macht, habe ich recht, Frau Dr. Merkel. Ich hätte gern mal nicht recht. Mein lieber Karl Marx, ich kann Ihnen versichern, solange es das liebe Geld geben wird, wird sich daran nichts ändern. Das Geld abschaffen an sich hilft nichts. Da hätte ich noch ein schönes Zitat. Es gibt so viele Dinge, die wichtiger sind als Geld. Nur leider kosten sie so viel. Das habe ich gesagt? Ja, Marx. Gaucho Marx. So, also Herr Marx, jetzt verschwinden Sie mal in Ihre Büste. Ihr Kopf wird nämlich noch gebraucht. Ich nehme das Grün. Köstlich, Herr Frohwien, sehr köstlich. Ich habe immer gedacht, Tapas, das ist die spanische Übersetzung für ich werde nicht satt. Darf ich noch von den Datteln im Speckmantel? Ja, ja, aber nein, stopp! Das legen Sie jetzt mal da schön hin. Sie haben jetzt wirklich genug gefuttert. Sie sind gestärkt genug. Jetzt machen wir hier mal ein paar Bewegtbilder für unseren Imagefilm. Ich sage Ihnen, ohne mich, Herr Frohwien, da können Sie mich mit Ihrem Essen hier bestechen, wie Sie wollen. Ich mache nicht mit bei Ihrem Imagefilm. Das ist nicht mein Imagefilm, das wird Ihr Imagefilm. Sie haben doch gesagt, das stellen Sie auf Ihre Webseite. Was habe ich mit Ihrer Webseite zu tun? Es geht nicht um meine Website. Es geht jetzt um den neuen YouTube-Kanal Kanzler-TV. Ja, da soll alles gezeigt werden, was das Kanzleramt hier so zu bieten hat. Was? Helge Braun soll ins Fernsehen? So breit ist kein Flachbild. Übrigens, Ihr Kanzleramtsminister, der ist sogar Follower bei politikeraufrädern.de. Politikeraufrädern.de? Ja. Was soll das? Hat das was mit Wolfgang Schäuble zu tun? Nein, das ist meine Künstlerseite. Sie sind Fahrer und kein Künstler. Fahrkünstler. Und auf Ihrer Seite, da verfolgt Sie dann Helge Braun. Ja, er liked mich sogar ab und an. Entschuldigen Sie bitte, was macht er? Er liked mich. Perversling.
Er findet einfach toll, was ich für die Fahrbereitschaft mache. Und da meinte er, man könnte auch das Image der Pförtner hier im Kanzleramt verbessern. Was soll denn rein in so einen Imagefilm? Naja, Sie setzen sich einfach mal dahin und erzählen, was Sie den lieben langen Tag so machen. Jetzt hier? Ja, machen wir einfach mal eine Probe. Und Sie machen? So, erzählen Sie mal. Ja. Also, dass ich heiße... Nein, nochmal. Ich heiße Lothar Hugo Bölk, bin 66 Jahre alt und Pförtner. Ich schließe morgens auf und abends wieder ab. Dazwischen sitze ich rum und drücke Türen auf. Nee, Herr Frohwi, das zeigen die nicht mal bei Sendung mit der Maus. Na ja, natürlich. Sie müssen sich... Da müssen Sie sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Lassen Sie mal Ihre Fantasie spielen. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ich bin Beamter und ich werde dafür bezahlt, keine Fantasie zu haben. Gut, aber Sie werden doch irgendeine lustige Begebenheit erzählen können. Sie machen den Job doch schon ein paar Tage. Stimmt. Ich habe hier schon gesessen, da hieß der Bundeskanzler noch Staatsratsvorsitzender. Ja, also bitte. Dann erzählen Sie mal eine lustige Begebenheit. Fällt Ihnen eine ein? Ja, da also, habe ich eine. Gut. Hier, jetzt rein. Ja, so, los pass auf. Geht's. Also, lustige Begebenheit. Klappe die erste. Also, gleich nach der Wende kam jemand an meine Pförtnerloge und sagte, er möchte bitte Egon Krenz sprechen. Da habe ich gesagt, den gibt's hier nicht mehr. Nächsten Tag kommt da wieder dieselbe Frage. Ich möchte bitte Egon Krenz sprechen. Sage ich, den gibt's hier nicht mehr. Das ging die ganze Woche, 14 Tage so lang. Nach einer Woche und 14 Tagen habe ich zu ihm gesagt, ich habe ihm jetzt schon 100 Mal gesagt, Egon Krenz gibt's hier nicht mehr. Das müssten wir langsam mal wissen, sagt er. Das weiß ich ja auch, aber ich kann es nicht oft genug hören. Gut. Bisschen retro vielleicht. Was meinen Sie, wie viele Leute hier kommen, wenn Frau Merkel gegangen ist? Gut. Wir machen einen völlig neuen Ansatz. Wir müssen ja auch nicht wirklich zeigen, was real hier an der Pforte passiert jeden Tag. Nee, ich denke, das wird ein Imagefilm. Ja eben, es wird ein Imagefilm. Bei einem Imagefilm, was weiß ich, von der Rüstungsindustrie, da zeigt man ja auch nicht die Opfer der Waffen. Nein, da zeigt man, wie gut die Waffen aussehen. Ja, im Grunde müssen Sie nichts anderes machen, Herr Bölk. Sie müssen einfach nur hier sitzen und gut aussehen. Gut, das wird ein hartes Stück Arbeit, aber... Danke. Herr Frohwin, noch mal für Sie zum Mitmeißeln. Ich bin hier Pförtner. Ich habe kein Image. Ich habe die Leute aufzuhalten, sie zu Bittstellern zu machen. Da bin ich nicht beliebt. Ich bin hier sowas wie eine stationäre Politesse. Verstehen Sie? Für die Leute bin ich so überflüssig wie für Jogi Löw Müller in der Nationalmannschaft und Florian Silbereisen als Traumschiffkapitän. Ich bin nicht beliebt. Ich habe... Wenn die Leute kommen zu mir, dann sollen sie Respekt vor mir haben. Mein Job ist es, Gefährder abzuhalten. Was für Gefährder denn? Friedrich Merz, Katja Kipping, religiöse Selbstmordattentäter. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, Deutschland steht nicht mehr im Fokus ausländischer Terroristen. Ja, ausländischer vielleicht nicht, aber was meinen Sie? Haben Sie eine Vorstellung, was hier für inländische Spinner und Extremisten eindringen wollen? Grüß Gott. Mein Name ist Hans-Peter Mauser-Seitenbacher, geborener Schäufele. Und ich gehöre der mächtigsten, härtesten, brutalsten Religionsgemeinschaft der Erde an. Ich bin evangelischer Selbstmordattentäter. Und ich habe hier diesen Sprengstoffgürtel. Er besteht aus allen meinen Birkenstock-Sandalen, die ich in den letzten 40 Jahren getragen habe, inklusive der dazugehörigen Wollsocken. Zum Teil nicht gewaschen seit der Friedensbewegung. Und wenn ich einen dieser Socken aus den Sandalen ziehe, dann kann ich hier für kein Leben mehr garantieren. Denn ich bin zu allem bereit, weil auf mich im Himmel das evangelische Paradies als Märtyrer wartet. 36 Sozialpädagoginnen in Wollpullovern. Oh, das ist so viel wie 72 Jungfrauen bei den Moslems. Denn die Frauen bei uns haben alle Doppelnamen.
ich bin sogar besonders bereit, denn ich bin sauer. Sogar sehr sauer, weil neuerdings alle über Religionen diskutieren. Und immer geht es dabei um den radikalen Islam. Der Islam, der Islam, das wäre die Religion, die die ganze Welt in Atem hält, die alle ins Verderben stürzt. Und was ist mit uns Evangelen? Und sieht keiner in unsere Bedrohlichkeit. Dabei sind wir auch bedrohlich. Wir können Dinge, die keine Religion sonst schafft. Nur der Evangele kann notfalls ganz alleine eine Menschenkette bilden. Wir müssen den Staat auch nicht terrorisieren, um ihn zu beherrschen. Wir beherrschen ihn schon so. Wir sind die Religion, die sogar die ganze Erde beherrscht. Denn durch uns wurde das Leistungsprinzip und der Kapitalismus in die Welt gebracht. Die Arbeit! Na, wie war es denn vor der Reformation? Es wurde nicht gearbeitet. Adam und Eva haben nur nackt herumgelegen und sich gegenseitig unsittlich genährt. Die Steinzeitmenschen hatten überhaupt keinen Zeitbegriff. Die machten jede Tätigkeit so langsam, wie es ihnen gefiel. Sie kennen das. Die meisten deutschen Handwerker stammen noch aus dieser Kultur. Jesus war nicht berufstätig. Er ist mit seinen Freunden rumgezogen, hat nichts gearbeitet. Er könnte heute keine Religion mehr gründen. Er wäre auf Hartz IV. Müsste eine Umschulung zum Netzwerksadministrator machen. Ja, jahrtausende lang war der Traum des Menschen das Faulenzen, Schlemmen und Genießen in Arkadien, Schlaraffenland. Bis wir Evangelen kamen mit Luther. Luther war der Erste, der erkannt hat, dass der Beruf eine von Gott gestellte Aufgabe ist. Nur wer viel arbeitet, gefällt Gott und kommt in den Himmel. Und noch weiter ging Calvin, der evangelische Taliban. Und er sagte, ob man in den Himmel kommt, zeige sich im Leben am Erfolg und auch am Reichtum, den man durch seine Arbeit erzielt hat und durch den Verzicht auf Müßiggang und Ausschweifungen. Optimiere dich! Diese Vision haben wir Evangelien über die Welt gebracht. Arbeit und Verzicht. Inzwischen ist heute jeder sein eigener Unternehmer und muss kreativ sein. Ja, man ist kreativer im Bereich Medien, kreativer im Bereich Beratung, kreativer im Bereich Netzwerke. Neulich habe ich einen Klempner getroffen, der sagte, ich bin kreativer im Bereich Scheiße. Früher gab es Postbeamte. Da konnte es passieren, dass so ein Beamter die Briefmarke beim Ablecken eine Stunde auf der Zunge liegen gelassen hat, weil er gesetzliche Mittagspause hatte. Das ist vorbei. 80% der deutschen Arbeitnehmer sind auch am Wochenende für ihren Arbeitgeber erreichbar. Wir ernähren uns bewusst und rein, um leistungsfähig zu bleiben. Daher gibt das unser Körper rein ist wie eine kalvinistische Kathedrale. Daher gibt es auch immer mehr Vegetarier, Veganer, Fruktarier. Es gibt Leute, die tragen keine Ledersohlen mehr, weil Leder ein tierisches Produkt ist. Die haben Schuhe aus Tofu. Das ist der evangelische Verzicht als Ausweis unserer Auserwähltheit. So wie Calvin das wollte. Wir haben eine Welt geschaffen für Leistung und Individualisten. Und daher ist das Gewinnstreben, die Gier nach Wachstum, nicht gegen die Religion. Es ist unsere Religion. Und wenn du das nicht anerkennst, wirst du es spüren. Trotzdem, Herr Belk, wir müssen was für Ihr Image tun. Ja, hier. Ich bin Mitarbeiter des Monats. Das ist mein Bild. Das ist kein Bild, das ist ein Fahndungsfoto. Schauen Sie mal, Herr Belk, auch wenn Sie denken, Sie sind hier eine stationäre Politesse. Sie sind doch Erstkontakt des Bürgers hier im Kanzleramt. Das ganze Kanzleramt hat inzwischen ein so schlechtes Image. Viele behaupten schon, hier arbeiten nur Merkel-Nutten. Bitte, was bin ich? Ja, das ist O-Ton-Internet, O-Ton-soziale Medien.
Dann können Sie mal sehen, das sind keine sozialen Medien, das sind asoziale Medien. Und darauf soll ich mein Image verbessern. Wissen Sie, diese sozialen Medien, was da drin vorkommt, da verschicken denkende Menschen niedliche Katzenvideos. Und sinnlose Sinnsprüche. Nein, die sind nicht alle sinnlos. Ich habe neulich einen Sinnspruch bekommen, der beschreibt das Verhältnis zu Ihnen sehr gut. Gib mir die Gelassenheit von einem alten Stuhl. Der muss auch mit jedem Arsch zurechtkommen. Wissen Sie, was wir alle, als die sozialen Medien für Daten von uns gesammelt haben, und da soll ich noch selber Daten einspeisen? Ach Mensch, aber diese Aufregung, die Datenspeicherung, das ist doch vollkommene Hysterie. 1987, da gab es in Westdeutschland eine Volkszählung. Da sind die Leute jahrelang auf die Straße gegangen. Da gab es Sitzblockaden dagegen, damit der böse Staat ja nicht meine privaten Daten bekommt. Daten, die sie heute bei jedem IKEA-Einkauf freiwillig an der Kasse preisgeben. Ja, wenn die Verkäuferin ganz freundlich fragt, Ihre Postleitzahl, bitte. Ja, eben. Und wie ich Sie kenne, sagen Sie doch da immer eine falsche. Ja? Ja. Da haben Sie es dem System aber ordentlich gezeigt, Herr Böll. Und wenn Sie einen Großeinkauf machen bei IKEA, da haben die doch sowieso Ihre Anschrift, ja, weil Sie die brauchen für die Rechnungsgarantie. Und ich frage mich auch, was ist denn daran nun um Himmels Willen so schlimm? Ja, ich meine, da kann IKEA Profile über Sie erstellen. Das ist doch vernünftig. Bei jedem Bettenkauf können die das. Nehmen wir mal Max Mustermann. Mhm. Der zieht mit 19 von zu Hause aus, kauft sich ein Einzelbett. Ja? Wenn er sich dann 3 Jahre später ein robustes Doppelbett kauft, dann weiß IKEA, Max lebt in einer festen Beziehung. Mhm. Ja? Wenn er sich dann 2 Jahre später ein Kinderbett kauft, dann weiß IKEA, Max ist nicht schwul. So ist es. Und wenn er sich dann Wenn er sich dann 3 Jahre später ein zweites Kinderbett kauft, dann weiß IKEA, die Beziehung ist stabil. Genau. Wenn er sich dann aber 5 Jahre später wieder ein Einzelbett kauft, weiß IKEA, Max hat sich getrennt. Ja. Oder er schnarcht. Und wenn er sich dann aber 7 Jahre später wieder ein robustes Doppelbett kauft, weiß IKEA, Max war getrennt. Genau. Und die IKEA-Mitarbeiter können ausrechnen, wann sie ihm den Katalog schicken dürfen. Gitterbetten für Senioren mit seniler Bettflucht. Ja, super. Ja, vielleicht noch als Bonus ein Witzebuch für Beerdigungsfeiern. Ja, so ein Beispiel. Solchen Witze. Eine Witwe bittet den Bestatter, ihren verstorbenen Mann doch auf dem Bauch liegen zu beerdigen. Der Bestatter: Warum denn? Ja, sagt die Witwe, falls er scheintot ist, buddelt er in die falsche Richtung. Ich sag Ihnen, was die alle freiwillig bei Facebook erzählen. Ja, da gebe ich Ihnen ja recht, das ist ja peinlich. Und trotzdem, Sie können sich doch den sozialen Medien nicht entziehen. Sie können doch den Gesetzen der Moderne sich nicht verweigern. Ich unterwerfe mich nur Gesetzen, die ich mir selber gegeben habe. Mhm, klingt nach Uli Hoeneß. Nein, Immanuel Kant. Ah. Man muss sich nicht allen anschließen. Das Internet ist gefährlich. Es macht uns beeinflussbar. Das Internet ist nur so gefährlich, wie Sie es zulassen. Ich meine, wenn Sie bei eBay Kleinanzeigen nach, was weiß ich, Eierschneidern suchen, da werden Sie doch nicht leichter beeinflussbar. Herr Frohwind, ich habe im Internet gegoogelt nach einem Zeltplatz in Berchtesgaden. Mhm. Seitdem bekomme ich Werbung für Zeltgestänge und Lederhosen. Man schickt mir Anfahrtskizzen für den Berghof von Hitler. Und ich bekomme Anzeigen von wirkaufenihrgewissen.de. Naja. Aber ich meine, das ist doch faszinierend, finden Sie nicht? Ich meine, genau so hat Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen. Quatsch, die meisten Wähler sind vorher noch mal gegen Laternenpfahl gelaufen. Nein, nein, eben nicht. Nein, eben nicht. Der Trump hat Internetdienstleister beauftragt, rauszufinden, welche Botschaft zu welchen Facebook-Profilen am besten passt. Die haben mit ihrem Profil "Geh jetzt mal duschen" die Wahlen manipuliert? Na, manipuliert. Ja, aber ich verstehe Sie. So kann man Menschen in kleine Gruppen einteilen und ihnen frohe Botschaften zusenden. Häppchenweise.
to go. Was verbindet Gruppen wie, sagen wir, Schriftsteller mit Hells Angels? Was verbindet Appenzeller mit Berufsgruppen wie Ärzte, Juristen, Interessensgruppen wie, sagen wir, Sadomasochisten? Schwule mit Bi- und Tri-Athleten, Zeugen Jehovas mit Linux-Propheten. Alle verbindet ein mehr oder weniger subtil ausgeprägtes Wir-Gefühl. Wir gehören dazu und die anderen gehören es nicht, weshalb man in der Soziologie von einer Wir-Gruppe bespricht. Wir sind wir. In unserer Wir-Gruppe wir. Und die anderen, nee, das ist kein Vergleich. Wir Digital Natives. Und wir in Österreich. Wobei sich die Identität einer Person nicht zuletzt aus diesen Wir-Gruppen-Zugehörigkeiten zusammensetzt. Wir Frauen, wir Borussen, wir Fußgänger, wir Gläubigen und wir Berufsanfänger. Tja, diese Gruppen bergen leider manchmal ein gewisses Gewaltpotenzial. Während sich die eine Gruppe mit der anderen verträgt, kommt es vor, dass man der Dritten dafür den Schädel einschlägt und den allergrößten Ärger, den allergrößten Streit verursacht. Die Überbetonung der nationalen Zugehörigkeit. 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 Die ewige Überbetonung der nationalen Zugehörigkeit. Immer dieselben Muster. Komplexe Situationen reduziert man auf Konflikte zwischen Nationen. Wir Deutschen zahlen die Schulden der Griechen, wofür die Griechen vor den Deutschen zu Kreuze kriechen. Wir Türken verbieten uns diesen Oberlehrerton, diese Frage beleidigt unsere Nation, wobei man die Gegensätze innerhalb eines Landes beiseite schiebt und eine Homogenität behauptet, die es gar nicht gibt. Wir Briten, wir Russen, wir Schweizer, wir Bayern, die in Gott verlassenen Nestern ein Gestern abfeiern, das es so nie gab. Und ihre Heimatverbundenheit geht einher mit Homo- und Fremdenfeindlichkeit. Was ist Patriotismus anderes als Nationalismus? Leid, die Überbetonung der nationalen Zugehörigkeit. 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 Die ewige Überbetonung der nationalen Zugehörigkeit. Immer dieselben Rezepte. Zölle rauf, Grenzen dicht, womit man dem Wählervolk die Lösung seiner Probleme verspricht. Und wenn es dann nicht so läuft, wie der Patriot sich das denkt, sucht man sich einen Sündenbock, auf den man dann die Aufmerksamkeit lenkt. Den Nachbarstaat oder der nationale Furor knöpft sich irgendeine Minderheit vor. Das Pogrom, der Krieg, die Grenzrevision sind dann die Hausmittel zur Rettung der Nation. Nationalismus bedeutet Krieg. Das Zitat ist von François Mitterrand. Und in der Tat vergleicht man das Gewaltpotenzial von nationalen Wir-Gruppen mit dem von kommunalen, dann stellt man fest, kommunale Wir-Gruppen sind viel friedlicher als nationale Wir-Gruppen. Also Sie als Eisenacher sind eine völlig friedliche Wir-Gruppe. Wann war der letzte Krieg mit Krauthausen? Kommunale Wir-Gruppen sind friedlicher als nationale, supranationale Wir-Gruppen übrigens auch. Wir Europäer sind eine relativ friedliche Wir-Gruppe. Okay, politisch gesehen sind wir keine Unschuldslämmer, ich will das gar nicht schönreden, aber emotional sind wir eigentlich ziemlich friedlich. Nur das europäische Wir-Gefühl, das ist so klein, das gibt's praktisch gar nicht, denn wir gefallen uns ja alle lieber darin, über den Krümmungsgrad von Bananen blöde Witze zu machen, als uns mit Subsidiarität auseinanderzusetzen. Mit Minderheitenstandards Partizipation, doch das ist auf die Dauer gesünder als die Überdosis von Testosteron. Da wissen Sie, Herr Böck, Sie wissen gar nicht, was Sie verpassen, wenn Sie die sozialen Medien nicht nutzen. Was da diskutiert wird, allein bei Twitter. Diskussionen nennen Sie das? Ja, natürlich. Mit 140 Zeichen? Nein. Das ist keine Diskussion. Moment, die haben das doch längst verdoppelt auf 280 Zeichen. Gut, dann fassen Sie doch mal in 280 Zeichen Goethes Faust zusammen. Das ist ja nicht leichter als das. Und ich filme. Ja, bitteschön. Oldschool Lauch hat totalen Screenitus und Burnout, trifft den totalen Hater, macht aber aus ihm seinen Bestie und dann checkt er zusammen mit ihm als Support eine Teambitch klar. Übel, hätte er mal besser gelindert.
Bitte. Goethe hätte gesagt, das war des Pudels Kern. Ja. Und haben Sie mitgezählt, da sind noch 90 Zeichen übrig. Da können Sie eine Auerbachskelle als Anhang mitschicken. Aber mit 280 Zeichen kann dieser Donald Trump oder dieser Beatrix von Storch Menschen beleidigen und verunglimpfen. Ich sage Ihnen, die sozialen Medien haben zu einer totalen Verrohung geführt. Nein, überhaupt nicht. Das ist doch überhaupt nichts Neues. Also Herbert Wehner, der war nun sprachlich auch wirklich kein Feingeist. Ja, was hat er gerufen im Bundestag? Drecksack, ja, Schleimer, Lümmel. Für Lümmel wurde er gerügt. Ja, und dann hat er zum Bundestagspräsidenten gesagt, ach schön, dass auch Sie wieder aufgewacht sind. Aber Donald Trump beleidigt nicht irgendwelche Einzelmenschen, der diskriminiert ganze Völkergruppen. Ja klar, weil bei Trump sowieso alles ein bisschen größer ist. Great, great again. Außerdem ist Trump sogar ein Wortneuschöpfer. Bitte? Ja, ich sage nur Koffefe. Was war das? Das hat er wirklich mal getwittert. Trotz der anhaltenden schlechten Presse, Koffefe. Koffefe. C-O-V-F-E-F-E. Koffefe. Was will uns der Trump damit sagen? Ja, was weiß ich, vielleicht, ich bin der einzige Politiker, der das Stroh im Kopf außen trägt. Was ist es? Twitter schrumpft unsere Hirne auf 280 Zellen. Tageszeitungen werden eliminiert aus Profitsucht. Und Wissenslücke heißt heute Funkloch. Ich sage Ihnen, ich mache mir Sorgen um die Demokratie. Ja, aber bitte, was ist denn Ihr Vorschlag? Denken statt twittern. Ach, wer hat das denn gesagt? Schweinchen schlau? Heribert Prandtl. Na, sag ich doch. Das ist der Chefkolumnist der Süddeutschen Zeitung. Ja, das weiß ich sogar. Und wissen Sie was? Der hat diesen Satz getwittert. Hm? Und jetzt frage ich Sie mal, was will uns denn Schweinchen schlau Heribert Prandtl damit sagen? Dass wir nicht alles nachplappern, was wir irgendwo aufschnappen. Dass wir nicht alles glauben, was bei Facebook gepostet wird. Und dass wir uns alle wieder mehr zuhören sollten. Das haben Sie. Also wirklich. Ja. Jawohl. Das haben Sie wirklich großartig gesagt. Ja? Ja, das ist abgedreht. Was ist daran abgedreht? Na, mein Imagefilm, den ich drehen wollte. Das wollen Sie jetzt veröffentlichen? Ja klar, ich habe einen Imagefilm gedreht über die Rolle des Internets. Ich meine, das ist eine Diskussion, die unserer Gesellschaft dringend fehlt. Na klar will ich das veröffentlichen. Das wollen Sie veröffentlichen? Ja. Lassen Sie mich raten, wo? Bei Facebook? Nein, schlimmer, im MDR. Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt VTD. Unsere aufgezeichneten Gäste waren heute Nils Heinrich, Thomas Freiter und Pigor und Eichhorn. Den nächsten Treffen im Kanzleramt sehen Sie am 29. Juni um 22.30 Uhr hier im MDR Fernsehen. Bis dahin denken Sie dran. Alles, was Sie heute und gesehen und gehört haben, das bleibt unter uns.